Ja, da unten ist Teller Mädels. Die Sonne scheint, die Sonne lacht. Das hat die SED gemacht. Kurt Schramm, Arbeiterdichter aus Teller Mädels. Daher kennt man Teller Mädels. Die Sonne scheint ins Kellerloch. Lass sie doch, lass sie doch. Kurt Schramm, Arbeiterdichter aus Zellamelis. Was scheint da aus dem Wald heraus? Das Bergarbeiterkrankenhaus. Kurt Schramm, Arbeiterdichter aus Zellamelis. Solche und ähnliche Sprüche würden gerne mal einem Kurt Schramm, Arbeiterdichter aus Zellamelis, nachgesagt. Als Träger der Roten Mainalge und anderer großen staatlichen Auszeichnungen. Und es gab aber tatsächlich in Annaberg einen Dichter, Otto Schramm, der sieht gerne so eine Sprüche durchgelassen hat. Im Wald, da liegt ein Ofenrohr. Stellt euch mal die Hitze vor. Das Grubenunglück. Rumpel die Pumpel. In den Schacht fiel der Kumpel. Schippe drauf, Glück auf. Der Brocken ist steil, schieheil. Der Fichtelberg ist steiler, schieheiler. Goethe, Schiller, Arthur Schramm sind die Besten, die wir haben. Ja, es gab jedenfalls den Georg Arthur Schramm. Der ist am 30. Mai 1895 in Annaberg geboren und am 19. Mai 1994 in Annaberg-Buchholz gestorben. Schramm ist bis heute umstritten, weil er sich in jedem politischen System als Dichter äußerst engagiert gab. Schramm war Mitglied der NSDAP, später in der DDR, CDU, und wurde auch nach 1990 vom CDU-Bürgermeister politisch bedenkenlos gern hergezeigt. Ich sage, warum nicht? Man muss das Beste draus machen, aus seinem Leben, was man kann. Und ich war auch in der FDJ. Was soll's? Es blieb mir nicht anders übrig. Es gingen alle rein. Ob man gerne mit dem blauen Hemd rumgerannt ist, ich hatte zum Beispiel meistens andere Klamotten drüber gezogen, dass man es nicht sieht, und dann bloß, wenn man das tragen musste, halt die anderen Klamotten ausgezogen, oder man muss halt sehen, dass man mit dem Arsch an die Wand kommt. So war es in der DDR, so war es wahrscheinlich bei den Nazis. Kleiner Gag über Arthur Schramm. Der hatte immer eine Streichholzschachtel bei sich, in der tote Fliegen lagen.
Und um sein Essen in der Gaststätte nicht bezahlen zu müssen, hat er die heimlich ins Essen getan. In einigen Gasthäusern bekam er deswegen Hausverbot, nachdem der Wirt ihm auf die Schliche gekommen war. In anderen sah man drüber hinweg. Wenn Zeitungsgeld kassiert wurde, da kam früher der Briefträger und hat es haben wollen, hat er immer an seine Wohnungstür einen Zettel gemacht, bitte nicht stören, ich dichte. Und dann hat er mal Kohlen geliefert gekriegt, war aber nicht zu Hause und seine Nachbarin hat die Kohlen entgegengenommen. Die wurden ja damals bloß vorm Haus abgekippt, die Kohlen. Und seine Nachbarin hat die in den Keller getragen und gestapelt und alles. Und hat im Prinzip auch bezahlt erstmal und Trinkgeld gegeben. Als Schramm am Abend von einer Zechstore heimkam, klopfte er nach einiger Zeit bei der alten Dame und sprach, Frau Gruß, Sie sind eine ehrliche Haut. Ich habe die Kohlen gezählt. Sie stimmen. Das ausgelegte Trinkgeld hat er ihr nie zurückerstattet, sondern selbst vertrunken. Am Bahndamm stand ein Sauerampfer. Er sah nur Züge, niemals Dampfer. Und somit ist jetzt immer Schramm erledigt. Nachmittagsschläfchen ist ja nun doch nicht geworden. Ich hatte gedacht, ich fahre hier noch mal weiter auf dem anderen Parkplatz, mache dort ein kleines Schläfchen im Auto und komme dann wieder zurück und schlafe wieder hier. Als ich dort unten einparken wollte, blieb ich plötzlich hängen. Ging weder vor noch zurück. Da kam erst noch einer vorbei, der hat nochmal mit versucht, mich zu schieben und rauszuziehen, war aber nicht zu machen. Der hatte aber keine besonderen Reifen drauf. Wie ich eben auch, muss man mal endlich ein paar neue Winterreifen kaufen für nächsten Winter dann. Jedenfalls habe ich dann noch eine Stunde rumgedalt. Kleine Schaufel habe ich aber immer mit. Habe hinter und vor den Rädern mal überall gegraben wie irre. Dann habe ich noch so ein bisschen Reisig gefunden. Das habe ich unter die Räder geklemmt. Und nach vielen Versuchen, also ich habe bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunden, hab mir auf die Uhr geguckt, 16.30 Uhr bis 18 Uhr, naja, anderthalb Stunden habe ich gebraucht, bis ich mich da wieder rausgefriemelt habe. Am Mordfleck. Ja, jetzt bin ich gerade dabei, die Bilder vom Skifahren in den Rechner zu schieben. Jedenfalls hatte ich mich gefreut, eine kleine Runde abzuratzen. Ich wollte da hinten schlafen, da ich dann auf der Fahrt hierher die Batterie noch mal ein bisschen nachladen kann, wenn ich da hinten die Heizung habe laufen lassen. War wohl nichts. Moin Moin! Oh, ich bin gerade aus dem Bett gekrochen. Saukalt ist heute so.
bei dem Wetter habe ich gar keine Lust hier was zu machen. Werde ich auf alle Fälle erstmal wieder ein schönes, ausgiebiges Frühstück machen. Es ist immer noch so, es schneit immer noch, aber ziemlich klein und kriechlich. Und saukalt ist es draußen. Und man sieht ja, meine Scheiben sind auch alle zu. Hier von den vorhin wäre ich mit dem Quad vorbeigefahren. Der hat übrigens hier nie geschoben. So weit denkt er mit. Ah, jetzt werden wir erstmal ganz gemütlich frühstücken. Und dann gucken wir mal nach Burkesch, die nie allzu weit weg im Wald sind. Okay, Google, wo bist du? In deiner Nähe. Dich stört hoffentlich nicht, dass ich dein WLAN nutze. Ich wohne ganz in deiner Nähe. Dich stört hoffentlich nicht, dass ich dein WLAN nutze. Lass mal mein Datenlimit unten. Ich hab nicht mehr viel. Ich hab ein Video geguckt gestern. Fällt vom Dach der Matsch. Klatsch. Kurz schramm. Arbeiter durch du aus. Seller Mädel. Sozialismus. Der Kumpel aus dem Stollen kriecht. Glück auf. Der Sozialismus siegt. Ja, siegt ist geschrieben. Aber als Ossi weiß man doch, wie man das zu deuten hat. Kurz schramm. Arbeiter durch du aus. Seller Mädel. Wow, das sieht ja geil aus. Ja, Wetter ist besser als heute früh und die Nacht. Mittlerweile hat sich auch ein Parkplatzwächter eingefunden. Da werde ich dann doch mal 3 Euro bezahlen müssen. Von 3 Euro war irgendwie die Rede. Ich denke mal, der hat mich gestern aufstehen gehen. Also, setze. Ja, jetzt mache ich mir noch mal einen Kaffee und ich habe mich jetzt doch entschieden,
nochmal die Langläufer anzuschnallen. Und dann gehe ich die Läufe bis Mordfleck, Mordort, wie hieß das denn? Ah, steht jetzt nicht da. Jedenfalls irgendwas Mordmäßiges. Und bin ich gestern am Stecken geblieben, habe ich auch erzählt. Und ja, laufe dahin und dann wieder zurück. Das sind auch insgesamt dann ungefähr 5 Kilometer. So, da werde ich mir noch nicht mehr aufpacken zum Mitnehmen, weil da hinten gab es keine Kneipe. Da wird es gar nichts zu essen geben. Habe ich ja gestern eh nicht gekriegt. Na gut, ich habe mir gestern aber den Weg dann bis zur Kneipe, das ging noch mal ein ganzes Stück auf dem Berg nach oben, den habe ich mir dann doch gespart. Und so. Jetzt machen wir uns noch den Himmel klar und dann geht das hin. Ich habe gerade 3 Euro bezahlt an den Kollegen hier. War nett, der hat sogar gedacht, wenn ich jetzt gleich vorhabe, in den nächsten Minuten loszufahren, brauche ich auch nicht bezahlen. Aber ich habe gedacht, ich will ja noch eine Runde Skifahren. Und von daher ich mich doch nicht verjagen von denen. Ja, und hier gab es die nächsten Winterparkplatz Oberhof Schneekopf. Tagesgebühr 4 Euro. So, heute mal ein bisschen eine kürzere Tour gewesen. Zwischendurch ist auch die Kamera ausgestiegen, weil die ein bisschen feucht geworden ist am Stecker. Ich bin in der Richtung wahrscheinlich mit meinem Vater. Mit dem. Oh, jetzt sind die Sachen auch abgefärbt, die da hier. Mit dem. Eine Skitour hatten wir eigentlich gar nicht gemacht. Meine Mutter ist, glaube ich, nicht Ski gefahren oder so. Und ich hatte es mal probiert. Und mein Vater hatte damals auch noch so eine Uraltbindung. Die sah so aus wie so ein vorzeitliches Folterinstrument, so ein bisschen mit Stahlfedern und die man um die Schuhe wickelt. Da hat man normale Wanderschuhe dazu angezogen. Und das waren ja damals die normale, moderne, wo ich die gekauft habe. Wir hatten hier 3 Löcher und hier eine Führung. Und da klinkst du die hier in die Skier ein und sind die fest. Da werde ich mit demnächst mal neue Schuhe, muss ich mir sowieso kaufen. Und dann halt gleich entweder eine neue Bindung
Aber die eine lockert sich schon und ich kann mich erinnern, die eine, das Gewinde wurde damals ein bisschen ausgeleiert. Ich habe die Schraube dadurch mit dem Trick noch festmachen können. Also gleich mal neue Schirr dazu. Lange neue Verkosten, ja, glaube ich, nicht der Welt. Und dann habe ich mir gerade überlegt, laufe ich nochmal gemütlich auf dem Kugelkopf, Schneekopf, Schneekopf hieß der, auf dem Schneekopf hoch. Und so wie ich aussieht, kriegt man in der Gaststätte auch als Mensch zweiter Klasse noch was. Jedenfalls, was dort aushing, kann ich mir dort was zu essen machen lassen. Ich habe zwar noch Suppe da und könnte mir auch hier eine Suppe warm machen, aber ich gehe nochmal hoch. Und heute Abend fahre ich mal auf einen anderen Parkplatz. Pfeift der Kessel im Thüringer Wald. Es knallt. Wird Schramm. Arbeiterdichter als Zellern. Oder andersrum. Es pfeift der Kessel im Thüringer Wald, bis es knallt. Wird Schramm. Arbeiterdichter als Zellern. Oh je, das Laptop muss ganz schön leiden. Little critical. Critical ist natürlich nicht gut. Deswegen kann ich auch Hilfe schaffen. Deswegen, ich habe mich gerade gewundert, weil ich ja heute Vormittag den Wärter anhabe. Aber wenn hier das Kabel rausrutscht, ist das natürlich nicht gut. Critical Low. Na hier, 317 Kilometer und das sind gut und gerne nochmal anderthalb hier. Hier bin ich losgelaufen und dann hier habe ich erst eingeschalten. Und dann bin ich noch mal ein Stück weiter runter. Jule Hütte. Aber bin dann blöd weggerutscht, auf den Steiß gefallen und hatte dann gesagt, das bricht ab. Da hinten war ein meteorologisches Institut. Das sieht noch gut aus. Aber wie gesagt, ich wäre ganz gemütlich. Heute Abend schlafe ich ob das 2-3. Und am besten auf dem, wo ich gestern stecken geblieben bin. Und morgen fahre ich noch ein Stück weiter in eine andere Richtung. So halb Richtung heim so wieder. Und werde dort übernachten. So, hier haben wir. Ja. Das sind hier vorne am Parkplatz. Die Hütte, die verkauft auch to go. Schneekopf. Lege ich beim Schneekopf vor. So, hier wollen wir Umweltgründe von Messstation Schmücke. Wir haben auch einen riesengroßen Monitor.
Ja, anderthalb Meter breit mindestens. Haben Sie Ihren aktuellen Wetterbericht? Hier haben wir doch was. Anlauf, welchen Anlauf finden wir? Gibt es? Es gibt zwei wichtige Langlaufbindungssysteme auf dem Markt. Schuh und Bindung mit einer Schiene, das SNS-System, und Schuh und Bindung mit zwei Schienen. Passen ausschließlich auf SNS-Bindungen. Sowohl Bindung als auch Schuh sind mit einer Schiene ausgestattet. Das SNS-System ermöglicht sehr gute Skikontrolle.